Bei dieser Sendung weiß man nie, wie sie ausgeht, aber man weiß, wie sie beginnt. Bei mir beginnt sie aber leicht verändert. Ich checke jetzt, wie viel Gangster in euch steckt. Wir spielen heute nicht die leichten fünf, wir spielen die harten fünf. Oh. Die harten fünf sind Fragen rund um das harte Leben da draußen. Mit den harten fünf teste ich mit sehr einfachen Fragen, ob ihr noch Street seid. Also, ich stelle euch jetzt fünf Fragen. Wenn ihr die Antworten wisst, dann schreibt ihr sie auf. Jede richtige Antwort gibt einen Punkt. Ja? Jetzt kommt die erste Frage. Wir kennen uns jetzt seit 6 Wochen. Joko, du kennst mich länger. Bill, wir kennen uns eigentlich auch schon sehr lange. Ja. Seit 20 Jahren. Wir sind schon über die roten Teppiche flaniert, als wir noch Kinder waren. Ja. Im Grunde. Ja. Also einer von uns war noch ein Kind. Ich. Ist eine Frage, die könntest du vielleicht beantworten. Und auch ihr beide, auch Shirin und Jasna. Ich weiß, ihr seid riesengroße Sido-Fans. Ihr hört das immer zum Einschlafen. Ihr könntet die Frage mir auch beantworten. Ach, Mann. Wofür stand die Abkürzung Sido ursprünglich? Schreibt es auf. Ey, keine Ahnung. Alle wissen das? Ich lieb's, dass du schreist. Das werde ich vermissen. Joko, schreibst du schon? Ja. Bill hat sofort angefangen zu schreiben. Ja. Direkt angefangen zu schreiben. Jasna? Ich schreibe Jasna, ich werde heute ein besonderes Auge besonders auf euch beide haben. Ne? Auf euch Schummel lesen hier. Ich mach einfach, schreib einfach nicht. Ihr Gackerhühner. Ja, alle was aufgeschrieben? Nein. Jasna, komm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach wirklich. Dann schreib irgendwas. Ich kann dir sagen, S-I-D-O. Es sind 4 Worte. Ich sag, es sind 3 Worte. Es sind 3 Worte, die mit den Anfangsbuchstaben. Ich wusste es sofort, zum Glück. Mann! Sido-Fan. Erste Bill, einer. Machst du gerade so? Ja. Was ist mit dir los? Hast du was aufgeschrieben, neuer, Jasna? Nein. Ein neuer Bill ist da. Jasna? Ich habe so unsauber geschrieben, das kannst du eh nicht lesen. Immerhin hast du den Stift bewegt. Dann fangen wir mal mit dir an, Jasna. Was hast du denn hingemalt? Super habe ich nur geschrieben. Und dann. Super ist aber richtig. Super ist richtig. Ja, super. Nee. Kannst du es nicht lesen? Es heißt super. Nee, kein Punkt. Das ist falsch. Kein Punkt. Bill? Ich bin so gespannt jetzt, Bill. Ich weiß sogar, wie dein erstes Album hieß und dein erster Song, aber vielleicht kommt das noch, darum sage ich es nicht laut. Nee, sag's doch vor, damit ich auch was super weiß. Super intelligentes Drogenopfer. Das ist ein Punkt für Bill. Mein Lieber? Danke natürlich. Wie hieß mein erstes Album und der Song? Maske. Und der Song? Mein Blog. Das ist Bill, mein Bill. Alter. Ach, Bill. Joko! Was? Joko hier, mein Großer. Sag mal. Super intelligentes Drogenopfer. Ja. Oh, ein Punkt für meinen Freund Joko. Wir können Freunde bleiben, Großer. Wir bleiben Freunde. Sehr schön. Schirinchen? Mach mich stolz, Schirinchen, komm. Ich dachte, das wäre jetzt dein neuer Name. Deswegen wusste ich noch super intelligent und dann habe ich Dollar. Und dann O fiel mir nichts mehr. Dollar ist geil. Ja. Ich geb's zu. Super, ich überlege. Aber Dollaropfer wäre auch geil. ganz dolles Opfer. Nein, ist aber. Shirin, leider kein Punkt. Ja. Leider kein Punkt. Ganz nächste Frage. Dolles Opfer. Wenn Rapper biten, was machen sie dann? Ach Mann. Ist die Frage. Was machen die dann? Weiß ich alles nicht. Ich bin da ganz schlecht in sowas. Wir wissen das alle. Du bist nicht so eine Rap-Maus, ne? Nee. Ich eigentlich auch nicht. Jasna, was hörst du denn in der Freizeit für Musik? Ich höre keine Musik, hasse Musik. Du hast. Nee, sag mal, du hörst doch Mucke. Ich höre ganz viel verschiedene Musik, aber ich höre wirklich nicht so viel Rapmusik. Kennst du ein Lied von mir überhaupt? Irgendein Song? Bestimmt. Denke, den habe ich nicht gemacht, der ist nicht von mir. Ich kenne einen Song, aber das sage ich jetzt nicht. Sag mal. Also, du kriegst einen Punkt. Ich gebe dir einen Punkt, wenn du einen Song kennst, der nicht mein Blog heißt. Von mir. Sarah. Oh. Dafür kriegst du jetzt einen Punkt, ne? Ja. Yes. Dafür kriegst du einen Punkt. Ja. Was? Das war eine kleine Bonusrunde. Sowas können wir nämlich machen. Ich bin Moderator von dieser Show. Und. Weltrekord halten, Donut stoppen Sie! Was ist, wenn ich auch weiß, wie dein drittes Album heißt? Krieg ich dann auch einen extra Punkt? Na klar, sag mal. Ich und meine Maske. Nee? Doch, stimmt. Ja! Ein Punkt für Bill. Was? Ja! Was geht hier los? Ich habe auch noch einen Albumtitel, ich weiß nicht welches es ist, aber. Jetzt ist wirklich Schluss. Ja. Warte mal. So, Jasna, hast du was aufgeschrieben? Nein, ich habe nur sich geschrieben. 4, 3, 2, ja, okay. 1. Sich. Die Runde ist geschlossen. Wir fangen dann direkt mal bei dir an, Jasna. Was hast du dazu? Sich. Sich ist falsch. Bill? Ich meine, dass sie klauen, also dass sie dann was geklaut haben. Willkommen.
Mann, hätte ich mal... Ich glaube, ich sollte ein Rap-Album machen als nächstes. Ist richtig, das stimmt. Hätte ich mal bei dir abgeschrieben. Also was nachmachen, ne? Sozusagen Text klauen, Flow klauen und so weiter. Ne? Den anderen, einen anderen Rapper sozusagen nachmachen und sich irgendwas bei dem bedienen an seinen Stilmitteln, das ist Biden. Hast du das auch aufgeschrieben? Ich sollte auch ein Rap-Album aufnehmen. Ich habe abkupfern, weil ich nicht wusste, wie man es... Mein großer Ghetto-Faust. Ey, nee, ich wollte auch was klauen schreiben. Aber dann hättest du nicht mit sich anfangen müssen. Ja, sich gegenseitig bestehen. Was klauen. Aber Jasna, Biden kannst du, sieht man ja immer bei Bill, ne? Ihr beide, ihr macht das schon. Ihr macht das schon 5, 6 Folgen nicht. Über. Heute habe ich nichts. Schirinchen, sag mal. Ich habe einfach nur Rappen geschrieben. Ich habe keine Street Credibility. Ein Punkt Abzug. Ja, ah, hast gib schon mir minus 1. Gut, ist einfach falsch. Ist falsch. Gut, das war Frage Nummer 2. Oh Gott im Himmel. Was kostet im November 22 ein Gramm Gras in Berlin im Schnitt? Ihr könnt gerne aufholen. Mann, ey. Ein Gramm Gras. Schreibt eine Zahl. Ist es auch krass von der Inflation? In Euro. In Euro gerne? Es ist ja meistens Schwarzmarktpreise. Das ist jetzt nicht so direkt von der Inflationsrate. Wir reden jetzt nicht von, legal gibt es das ja nicht außer in der Apotheke, wenn du so ein Dings hast, aber wir reden jetzt vom normalen Straßenpreis. Im Durchschnitt. Was kostet ein Gramm? Hä? Im Durchschnitt. Wer tut so, als ob er es nicht weiß von euch? Es ist ich kiffe ja nicht ja, so gerne. Ja, nee. Ich glaube aber, das ist nicht so teuer, oder? Was heißt denn nicht so teuer für einen Bill Kaulitz von Tokyo Hotel? Also ich glaube, dass es nicht so teuer ist, meine ich. Ein Huni. Nee. Ein Publikum, ihr wüsstet das, ne? Die Gang, die weiß das, ne? Die Gang, die weiß das. Scheiße, wir hätten uns mal besser vorbereitet. Bill, es ist auf jeden Fall viel günstiger als Geburtstag im Freizeitpark. Also als ganze Freizeitpark. Aber man hat denselben Spaß. Ist das eine Schätzfrage, wer am nächsten dran ist, oder wie machen wir das? Nein, man muss das schon ganz genau machen. Ich will das schon ganz genau wissen. Ja, aber das ist ja wahrscheinlich... Wie viel kostet das denn bei dir, wenn? Wie viel kaufst du denn? Was kriegst du denn für einen Kurs? Sag's doch mal. Das Gute ist, ich habe immer Freunde, die das haben. Was brauchst du denn am liebsten? Ja, ich mag, also Sativa, Indica, was ist das, was Happy macht? Ich mag nicht das, was einen runterzieht. Alles halt krass. Ich habe mir das gemerkt. Indica heißt sozusagen Indie-Couch. Das heißt, wenn man so richtig alt ist, so merke ich mir das. Indie-Couch. Und Sativa heißt man... Sativa ist so ein Upper. Genau, da kriegt man nach den Fressflash, weil man nie richtig satt wird. Das Ding ist ja auch in L.A. ist es ja legal, darum ich kann ja sowieso ganz legal kiffen. Also. Schön. Joko? Ja, ich. Hast du was geschrieben? Ich habe wahrscheinlich viel zu das wenig. Ist teuer. Aber ihr habt alle was geschrieben? Ja. Okay, Joko, was hast du geschrieben? Ich habe einen Zehner geschrieben, aber. 10 Euro? Ja. Ist zu wenig. Nee, 10 Euro ist gut. 10 Euro nehmen wir. Habe ich auch. 10 Euro ist richtig. Das ist ein Punkt. Mann! Ja, wir gehen von dem guten Zeug aus. Es gibt auch billiger, es gibt auch teurer, aber im Durchschnitt 10 Euro. Ich zahl 10 Euro, wir gehen von meinem Kurs aus. Ich zahl 10 Euro, Bill? Ich habe auch 10 Euro. Ich dachte ehrlich gesagt, als das hier runterkam, dachte ich erst, es sei Gras, aber... Was kostet es in L.A. im Durchschnitt? Ich glaube, L.A. ist richtig teuer, ich würde sagen. Da gibt es ja richtige Läden, das ist ja auch so wie bei McDonald's. Du kannst es vorbestellen, fährst mit dem Auto ran, dann bringen sie dir die Tüte rein und so. Ich kaufe wahrscheinlich dann auch größere Mengen, wenn ich was brauche. Was? Ich weiß nicht, es ist teurer. Jasna? Ich würde sagen 30 oder so, 40. Ich habe 15 Dollar. Euro, weil ich mich gar nicht auskenne. Er hat zugegeben, er kifft. Zugriff. Was hast du geschrieben? 15 Euro, weil ich natürlich, wenn ich mir Gras kaufe, das teure Gras kaufe. Ja, aber wir reden von meinem Kurs, es gibt keinen Punkt, Jasna. Kein Punkt. Aber ein Hinweis an alle Kinder, 10 Euro ist ein guter Preis. Shirin? Ich habe 30 Euro, aber Bill hat ja gerade gesagt, er zahlt 30 Dollar und ich habe voll international gedacht. Ja, aber die 30 Dollar gelten auch nicht für ein Gramm. Das ist wirklich auch für L.A. übertrieben. Shirin, gut, dass wir wissen, wer kifft hier im Panel und wer nicht. Richtig. Das wissen wir jetzt. Schön, aber fürs Nicht-Kiffen kriegst du einen Punkt. Dafür, dass du nicht kiffst, kriegst du einen Punkt. Das ist der Vorbildpunkt. Den kriegst du. Danke. Jetzt die nächste Frage. Seid ihr bereit? Hört ihr zu? Ich will nicht mehr. Ja, dann antworte einfach nicht, dann fliegst du gleich raus. Okay? Also, welche deutsche Großstadt hat die höchste Kriminalitätsrate? Welche ist das? Hä? Laut aktueller Kriminalitätsstatistik. Welche Großstadt hat die höchste Kriminalitätsrate? Das ist bestimmt falsch. Ab wann, ab wie viel ist denn eine Großstadt? Viele Menschen. Ah, wobei? Ab 100.000, sowas.
Es gibt 482.000 Fälle. 482.000 Fälle. In der gesuchten Stadt. Welche wird das wohl sein? Was? Habt ihr alle was aufgeschrieben? Was hast du? Ich hab aufgeschrieben. Ich hab. Jasna, erst gucken, wenn du was geschrieben hast. Ich hab schon was geschrieben. Gut, 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 Jasna, gut. Dann sag mal, was hast du denn aufgeschrieben, Jasna? Ich hab Frankfurt am Main geschrieben, aber... Oder, ja. Das kann auch sein. Ja, das habe ich auch gedacht. Hab ich auch gedacht. Habt ihr das auch? Nee, was hat Joko? Ne, ich bin dann aufgrund von... Stadt ist größer, wahrscheinlich deswegen auch mehr Fälle, habe ich einfach Berlin geschrieben. Ja, aber ich war zwischen Frankfurt und Berlin. Was hat Bill? Ich habe auch Berlin geschrieben, aber es kann auch Frankfurt sein. Ja. Aber 482.000. Ja, das hat mir auch Frankfurt. Das ist sehr viel. Auch Frankfurt. Wir haben also zweimal Frankfurt am Main, zweimal Berlin. Und das ist? Richtig ist Berlin. Ja! Ja, toll. Punkt für Bill und Joko. Geil für Jasna und Shirin. Oh, shit, Mann. Die letzte Frage von den harten Fünf. Und Bill könnte das erste Mal in der Geschichte dieser Show 6 Punkte bei den... Das wäre geil. Bei den ersten Runde machen. Das wäre doch toll. Also die Frage ist, aus wie vielen Zeilen besteht üblicherweise ein Rap-Part heutzutage? Was? Eine Strophe von so einem Rap-Lied. Yo, 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 yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich reime, reime, reime. Das ist meine Moderatorsprache. Merkt ihr auch, wie ich anders laufe und so? Wir sehen noch diese Karten und so. Ist das das, was ich denke, was es ist? Ich bin bei sowas immer so schlecht. Wie lang? Das ist eine Zahl. Ihr schreibt eine Zahl auf jetzt. Aber ich mach wieder alles falsch. Alle was geschrieben? Ist das, was, wenn man das... Zweistellig, eine zweistellige Zahl. Und kipp mir zwei rein. Danke. Eine zweistellige Zahl. Das ist das gleiche Band. Ja, so richtig sicher war ich mir auch. Wir fangen an mit Jasna. Aber ist das gleiche wie ich? Ja. Ich habe jetzt mal 20 gesagt. Keine Ahnung. 20 was denn? Zeilen. 20 Takte, also Zeilen, ist nicht richtig. Naja, schein. Hä, Takte? Naja, ein Takt ist eine Zeile, sagt man. Kack, Kack ist ein Takt. Und wieso nicht 20? Das ist voll viel. Wie soll man so viel schreiben? Wer merkt sich sowas? Dann sage ich was anderes. Dann sage ich, was Bill sagt. Ich sag dir erstmal, es ist falsch. Danke. Kein Punkt. Bill? Ich sag 16. Das 16. Das stimmt richtig. Ach, 16 Bars. Hast du mal gerappt, Bill? 16 Bars. Nee, aber ich glaube, ich sollte anfangen. Ich habe ein gutes Gefühl. Willst du mal Freestyle kicken? Ein Rhyme? Nee, bitte nicht. Ich könnte was von Tic-Tac-Toe, wenn du willst. Jetzt nicht, Mann. Jetzt vielleicht später, keine Ahnung. Muss jetzt nicht sein gerade. Joko? Wolltest du mich auch fragen, ob ich schon mal gerappt habe? Ich weiß, dass du schon mal gerappt hast, Joko. Und ich habe es versucht zu vergessen. Danke für die Erinnerung. Es war bei dir auf der Bühne und ich habe 16 Bars gespittet. Mhm. Mehr oder minder. Wie viel spittest du denn so immer im Durchschnitt für eine Strophe, meine Große? Ja, anscheinend nur 10. 16 gesagt, denn so, ja, logisch. Aber naja. Also am besten rechnet man Strophen immer in 4 Bars-Abschnitten. Also 4, 12, 16, 20 ginge auch. Aber eine durchschnittliche Rap-Strophe heutzutage sind 16 Bars. Ja. Man sagt, sind 16 Bars. Kann ich heutzutage tauschen, man, 12 wäre auch okay. 12 wäre auch okay, aber für Rap sagt man schon 16 Bars. Sollte man schon. Braucht man schon. Ich mach keine 16. Ich mach 12 mal 8. Aber so ein Rap ist halt so ein 16er. Das waren die harten 5.